Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir. Ja, auch ich steige jetzt auf die riesige Welle von Minecraft Let's Plays. Ich habe einfach wieder mal Bock drauf auf das Spiel. Und ja, ich denke, Minecraft hat auch eine riesige Community. Deshalb, ich habe wieder Lust auf das Spiel gehabt, deshalb habe ich mir auch gedacht, mach's ein Let's Play draus. Ja, ich werde jetzt mal mit euch ein bisschen anfangen, Minecraft zu Let's Playen im Singleplayer. Ich würde sagen, ja, das ist meine private Welt, jetzt machen wir eine neue Welt. Name der Welt, Let's Play. Im Überlebensmodus und keine weiteren Optionen, Welt erstellen. So, das Let's Play wird nicht allzu regelmäßig kommen, denke ich. Es ist einfach so ein Fun-Projekt. Wenn ich mal Lust drauf habe, werde ich es aufnehmen. Und wenn nicht, dann nicht. Nervt euch nicht über meinen Namen. Ich teile mir den Account mit meinen Brüdern. Und ja, dieser Skin kommt auch nicht aus von mir. Ihr werdet wahrscheinlich ab und zu auch mal den Skin. Wir werden ab und zu auch mal den Skin wechseln. Weil meine Brüder halt einfach das auch spielen. Weil wir keinen Bock hatten, zwei Accounts zu erstellen. Und ja. Ich würde sagen, wir hoppeln direkt auf den ersten Baum, den wir kaputt hauen. Erfolg erzielt, dreimal auf Holz gekloppt. Ja, ihr seht schon, ich habe hier ein Texture Pack drauf. Ich weiß gerade aber nicht, welches Texture Pack. Werde ich euch mal raussuchen. Und wahrscheinlich haue ich euch den, wenn ich es nicht vergiss, haue ich euch den Download-Link in die Beschreibung. Wie man Minecraft Texture Packs installiert, könnt ihr euch auf YouTube irgendeine Anleitung, oh, da ist Kohle, irgendeine Anleitung raussuchen. Gibt es genügend Videos, wie man das installiert. Ist auch gar nicht so schwer. Genau. So, wir fangen jetzt schon mal an, uns hier vorzuarbeiten. Und wir werden jetzt gleich mal eine Working Bench errichten und uns die Kohle dort unten zu Gemüte führen. So. Workbench. Zack. Können wir eigentlich direkt so machen. Brauchen noch zwei Stück davon. Fängt ja schon gut an. Hier grunzt mich schon irgendwo wieder ein Skelett an. Nee, so ein Zombie an. Ich glaube, der kommt gleich auf uns los. Wo ist der? Komm her, du. Halt's Maul. Hier wollen Leute arbeiten. Ja, genau dich meine ich. Maul halten. Fledermaus haben wir auch schon gehört. Halt's Maul. Ein Kohle. Für das hat sich ja gelohnt. Naja. Wow. Wir haben... Da hinten haben wir Schnee. Eine Schneelandschaft. Und hier haben wir massig Wald. Jetzt sagen wir, holzen einfach mal ab. Bis es Mittag ist und dann fangen wir mal an, uns eine Behausung zu bauen. Aber dafür brauchen wir halt eine Menge Holz. Und das erste Haus muss ja auch nicht so allzu groß sein, aber wo wir vor Creepern und Zombies und Skeletten und allem möglichen, was uns ans Leder will, sicher sind. Genau. Ich weiß, es gibt genug Minecraft Let's Plays und ich bin euch ehrlich gesagt auch gar nicht böse, wenn ihr nicht bei mir hier einschaltet. Aber Let's Playen ist für mich einfach nur noch Spaß. Ich mache das nur Spaß, deswegen nicht wegen Klicks, nicht wegen Likes, nicht wegen Geld. Ich verdiene überhaupt nichts an meinen YouTube-Videos. Ich habe mir ehrlich gesagt auch nie die Mühe gemacht, mich irgendwo darum zu kümmern, dass ich auch was dran verdiene, weil es ist für mich ein Hobby. Ich zocke gerne hobbymäßig, von dem her habe ich mir gedacht, wieso das nicht mit ein paar Leuten teilen. Wenn ihr Lust drauf habt, dann schaltet ein, wenn nicht, dann lasst es sein und es hat sich gereimt und alles was reimt ist schön. So, ich denke wir machen das so lange, bis die erste Axt sich verabschieden tut. Ja. Und das soll auch hier keine Gronkh-Nachmache sein, weil
So gut wie Gronkh das macht in seinen Minecraft-Let's Plays, denke ich, kann das fast niemand, weil der macht wirklich hervorragende Minecraft-Let's Plays. Ich habe zwar nur die ersten paar Parts gesehen von seinen bis jetzt, glaube ich, tausenden Parts, habe ich die ersten paar Parts gesehen. Die waren mit Abstand die besten, finde ich. Ja, soll keine Nachmache sein, ich habe einfach gerade Bock auf das Spiel. Und das Spiel wird auch nicht regelmäßig kommen. Weil ab und zu habe ich Bock auf das Spielen, manchmal kostet es mich einfach nur an. Und ich finde es schön, dass wir direkt von Anfang an Nahrung haben, also Äpfel. Ich baue mich eigentlich ganz gern jeweils auf eine Insel. Dann kurz schauen, wo haben wir die Grafikeinstellungen? Sichtweite, Max, ja, 120 FPS, das ist gut. Wow. Das gab gerade irgendeinen Cut. So, weil hier vorher hatten wir Nebel. Und Nebel wollen wir nicht. Wollen wir gar nicht. Da ist eine Schlucht. Die können wir uns später mal anschauen. Ich bin gerade am Überlegen, wo wir unsere erste Behausung bauen sollen. Ich mache hier gerade mal einen auf Tarzan und... oh, Insel gefunden. Da werden wir bauen. Genau dort. Hat es auch direkt einen Wald daneben. Machen wir so. Warte, wir haben da hinten noch Äpfel. Haben Bäume abgeholzt. Da sollten jetzt eigentlich Äpfel runtergefallen sein. Die wollen wir uns nicht entgehen lassen. Weil Nahrung ist gerade am Anfang, finde ich, sehr, sehr wichtig. Weil wir halt noch... Ich habe ehrlich gesagt noch kein einziges Schwein gesehen. Kein Schwein, keine Kuh, kein Schaf. Kein Schwein mag mich. Ja. Der ist auch schlecht. Und es hat keine Musik. Ich weiß. Weil wegen der GEMA will ich mir ehrlich gesagt hier keinen Ärger einhandeln. Und ja, da ist die erste Spitzhacke in Rente gegangen. Falls ihr irgendwie GEMA-freie Musik habt oder einen Kumpel habt, der copyright-freie Musik herstellt, könnt ihr mir das gerne schicken. Ich verlinke euch auch gerne, falls ihr so irgendwas macht, verlinke ich euch auch ganz gerne. Es soll halt einfach normale Musik sein, nicht die ganze so Bass nur die ganze Zeit. Das will ich eigentlich gar nicht. Einfach so ein bisschen ruhige Musik, dass wir uns noch zu Gemüte führen können, wenn wir halt mal beim Spielen sind. Ach, Hühner! Ich spiele hier gerade zum ersten Mal mit dem Texture Pack, also ich habe das noch nicht lange drauf. Ich weiß noch nicht ganz, wie die Dinger ausschauen. So sehen in dem Fall Hühner aus. Die sind jetzt braun, nicht mehr weiß. Ich bin gerade am Überlegen, wo wir bauen wollen, weil das hier ist nicht wirklich eine Insel. Ach, weiß ja was, scheiß drauf. Ich baue hier. Wo ist die Sonne? Sonne? Die ist im Aufsteigen, glaube ich, ne? Ja, die ist im Aufsteigen. Ist ja ganz gut. Oh, hier bist du blind. 40 FPS, wieso habe ich noch 30 FPS? Wird immer besser. So, dann hauen wir den mal hier hin. Und machen uns eine Schaufel. Damit wir hier ein bisschen Terraforming machen können. Wir brauchen hier nämlich den Platz für unsere Bude. Hier muss der Sand und die Erde entweichen. Unsere erste Bude wird hier errichtet. Um uns vor Creepern und Skeletten und Zombies und allem, was uns sonst noch ans Leder will, zu schützen. Dürfte aber bald mal die Minecraft-Musik einsetzen. So langsam wird es ein bisschen stumm. Lol, erste Schaufel ist schon im... geht jetzt gleich in Rente. Ach, Mann. Wir müssen noch ein bisschen Holz hacken gehen. Ich sehe schon. Holz hacken, Holz hacken. Der Hackfleischhassende Zerhacker. Ja, nicht ganz, aber fast.
Ja, ich baue das hier einfach ab, weil ich mir ein Haus soll doch ein bisschen anständig sein. Auch wenn es nur das erste Haus ist. Nein, fuck, die Sonne sinkt. Wir brauchen unbedingt eine hier von brauchen noch mehr Holz hacken. Es laggt. Es ist ab und zu mal ein paar Ruckler. Ich weiß nicht woher. Weil hardware-technisch habe ich jetzt meinen neuen Computer. Der müsste das locker wegstecken können. Für die es interessiert, ich habe eine GTX 760 drin. i7 und 8 GB RAM. Und mein ganzer Stolz in dem PC 128 GB SSD. Ja, das Teil startet in 0, nix. Es wird dunkel. Scheiße. Und von unserer Bude ist noch gar nichts zu sehen. Ich denke, wir werden die erste Nacht uns noch gegen Creeper und Zombies und alles Mögliche verteidigen müssen. Scheißendreck. Dann bauen wir uns ganz, ganz fix hier noch ein... Ja, brauche ich nur ein Schwert. Das wir uns hier hinlegen. Da. Nochmal eine Schaufel. Mache ich hier schon mal einen Stein. Nee, nicht Stein. Ach, weißt du was? Das muss jetzt einfach reichen für den Anfang. Das tut es auch. Wir können dann immer noch, wenn es hell ist, das Ganze erweitern. Du kommst mit, dich brauche ich noch. So. Und damit da keiner auf die Idee kommt, da drüber zu springen, machen wir hier noch eine dritte Wand. Genau, eine dritte Etage. Eine dritte Etage machen wir natürlich. So. Eigentlich könnte ich den Block hier immer leer lassen, ne? Spielt eigentlich keine Rolle. Jetzt schießt mich dann gleich hier ein Skelett ab. So, das sollte genug Holz sein. Da hinten ist schon das erste Skelett, das sich umschaut, wo es Beute finden kann, um es abzuschießen. Verdächtig ruhig. Lass meine Hühner in Ruhe, die brauche ich später. So, dann gehen wir mal hier rein. Plumps. Wir brauchen Fackeln. So. Und dann bauen wir hier oben zu, dass keine Spinne auf die Idee kommt, mir ins Haus zu platzen. Weil die sind ganz und gar nicht willkommen, lieben Spinnen. Aber lieber eine Spinne als ein Creeper, ne? Wäre scheiße, wenn die Dinger auch klettern könnten. So. Immerhin können Creeper nicht klettern, ne? Wieso bricht meine F-Framerate gerade ein? Ich mach kurz einen Cut und sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, weiter geht's. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Das Spiel hat sich auch gerade eben in den Vollbildmodus gemacht, was ich nicht gemerkt habe. Also das heißt, Taskleiste war weg und so. Ich weiß, die Bude sieht jetzt alles andere als schön aus. Wir hauen uns hier einen Block frei. Nicht übersehen können, wann es Tag wird. Ein Ofen. Aber wir haben... Ja, wir haben keine Steine. Weißt du was? Das ändern wir jetzt. Hier. Ja, ich buddel mich hier einfach mal in die Erde rein. Ich mache das Ganze hier nachher wieder zu.
Und da haben wir schon Sandstein. Ein billiges Material, was wir dann später vielleicht noch benutzen können. So, dann hauen wir das mal zu Klump. Dann haue ich halt einfach den hier weg. Dann hauen wir uns hier zwar immer den Kopf an, aber jeder muss seine Opfer bringen, wa? So, dann haben wir hier noch einen weg. 3 sind besser als 2. Dann finden wir vielleicht auch noch was. Was für... Scheiße. Mist. Dann hau ich halt hier weiter. Also ich will das hier alles nachher wieder auffüllen. Ich brauche hier nur ein paar Steine. Okay, das heißt, hier irgendwo müsste eine Höhle sein. Ich bin aber eigentlich ganz ehrlich noch gar nicht scharf drauf, irgendeine Höhle zu finden. Ich will nur Steine. Ach, scheiße. Gib mir Sandstein. So, fertig ist die Maus. Jetzt habe ich das hier wieder zugemacht. So, und die Minecraft-Musik setzt ein. Herzallerliebst. Ja, was gibt's so zu erzählen? Ich habe eigentlich gar nichts zu erzählen. Apropos, ich könnte... Nee, ist noch nicht Tag. Gut. Nee, nicht gut, aber... Kann sich ändern. Okay. So. Ihr dürft mir gerne Sachen in die Kommentare schreiben, was ich so erzählen soll. Weil ich immer so ein bisschen planlos drauf losrede. Falls ihr irgendwas habt, irgendein Thema, was euch beschäftigt, worüber ich mir meinen Senf zugeben soll, immer her damit. Ich bin offen für alles. Kann ich ja mal drüber reden. Wir haben heute Weihnachten, 25. Dezember. Und ja, könnt mir auch gerne mal schreiben, was ihr so alles zu Weihnachten bekommen habt. Ich könnte eine neue Spitzhacke brauchen. Vielleicht schenkt mir ein Zombie so eine. Ich denke es so eher weniger, aber man kann ja mal fragen. So, dann bauen wir uns schon das erste Steinwerkzeug. Ach stimmt, Werkzeuge können wir jetzt schon mal bauen, wenn wir schon mal dabei sind. Ja, wir haben zwar, ne? Ja, wir haben noch genug Werkzeug, das passt schon. Und schon geht das Ganze ein wenig schneller. Wir müssen uns unbedingt um Nahrung kümmern. Wir werden ja nachher mal Sachen abholzen gehen, wenn wir ein paar Äpfel finden. Weil ich habe ehrlich gesagt noch kein einziges Schwein gesehen. Müssen wir uns erst noch vegetarisch ernähren. Aber ist auch gut, dann müssen die armen Tiere nicht leiden. Aber so ab und zu mal ein Steak wäre echt nicht schlecht. So, dann machen wir hier eine Fackel hin. Ja, normalerweise hänge ich die auch anders auf. Ach, Scheißendreck. Ja, ich wette nicht, ich komme hier ins Meer raus. Bingo! Hier ist das Meer. So, dann heißt es wieder zubuddeln. Ja, bis wir das Loch hier zugebuddelt haben, wird es wahrscheinlich wieder Tag sein. Wir haben ja, denke ich, genug Sand und so, um das Ganze hier zuzumachen. Weil die erste Behausung hier werde ich nicht allzu lange bleiben.
sobald es uns ein bisschen besser geht, werde ich hier alles wieder wegreißen und uns eine neue Bude errichten. Was ich auch spannend finde, es gibt ja wirklich unzählige Minecraft-Let's Plays. Wie ist der Tag? Ist wieder Tag. Sehr gut. Es gibt wirklich unzählige Minecraft-Let's Plays, aber jeder Let's Player spielt Minecraft auf seine ganz persönliche Art und Weise. Und das finde ich einfach, macht Minecraft-Let's Plays doch immer wieder spannend. Wir halt hier Sandstein, um das Ganze auszufüllen. So. Was für ein schöner Anblick. Wir schauen raus und das erste, was uns da entgegenschaut, ist ein Creeper. Gibt es einen schöneren Anblick? Ich glaube nein. Creeper? So, erstmal das Haus sichern. Oben ist auch nichts drauf. Der Creeper hat sich schon weg. Ah nee, der ist da noch. Der ist noch am Planschen. Und da er mich ein bisschen beunruhigt, kriegt er jetzt aufs Maul. Nachdem ich einen Apfel gegessen habe. So, jetzt gibt's aufs Maul. Komm her, du! Ja, dich meine ich. Komm her. Der sieht aus wie so ein Plüsch-Creeper hier auf dem Texture-Pack. Nein, nein! Au! Zum Glück waren wir im Wasser. Da hat er nicht allzu viel Schaden angerichtet. Weder an mir noch an der Umgebung. Deshalb habe ich den auch gerade zu Klump gehauen, weil er im Wasser war. Sonst hätte ich ihn, glaube ich, in Ruhe gelassen. Ich hoffe, hier kommt gleich nicht ein Creeper aus irgendeinem Baum oder hinter irgendeinem Baum rausgesprungen, um mich zu begrüßen, um mich in der Minecraft-Welt willkommen zu heißen. Das wäre ziemlich ätzend. Ich bin mir schon am überlegen, wo wir unsere nächste Bude hinkleistern. Ja, wir machen dann später mal noch einen auf Tarzan. Und gucken mal von Bäumen aus, wo wir uns niederlassen können. Weil die Bude ist ein bisschen schäbig, die wir uns gerade gemacht haben. Und bei der nächsten Bude werden wir uns dann auch mit Getreide und so eine Farm errichten.